Hallöchen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch meinen aktuellen Sub zeigen und welche Bücher sich hinter diesen verbirgen. Ich dachte mir, so Anfang Januar ist ein guter Zeitpunkt, um das einfach mal zu machen, und ich habe mir überlegt, ich werde das, denke ich, dann so halbjährlich aktualisieren in etwa. Momentan sind 23 Bücher, wenn mich nicht alles täuscht, auf meinem Sub, und ist auf jeden Fall eine Zahl, die noch vollkommen in Ordnung ist. Also ich war schon wesentlich höher und bin schon wesentlich mehr eskaliert. Und 23 ist was, wo ich sagen würde, da hat man ein bisschen Auswahl, aber man erstickt noch nicht dran. Und wenn man dann doch mal ein bisschen eskaliert, was Bücher kaufen angeht, ist das nicht ganz so schlimm. Ansonsten würde ich sagen, ich schnack gar nicht so lange um den heißen Brei herum und fange einfach mal an, euch die Bücher zu zeigen. Zum Inhalt werde ich jetzt nicht allzu viel sagen, aber mal schauen, was mir so einfällt. Das erste Buch auf meinem Sub ist von Justin Cronin, Der Übergang. Das ist der erste Teil einer Trilogie und ist ein bisschen so mystisch angehaucht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hatte mal angefangen, das Hörbuch zu hören, aber dann habe ich irgendwo gelesen, dass das Hörbuch nicht so toll sein soll, und habe schnell wieder aufgehört. Und ja, mal schauen, wie mir das Buch so gefallen wird. Ich bin eigentlich sehr gespannt drauf, weil ich finde, dass es gut klingt, und ich finde das Cover auch einfach ziemlich geil. Dann als nächstes, ich nehme die mal zusammen, zwei Bücher, die ich aus der roten Büchertelefontauschzelle vor meinem Arbeitsplatz gefischt habe. Und zwar einmal von Marie-Sabine Roget, Heute beginnt der Rest des Lebens. Worum es hier geht, weiß ich tatsächlich so gar nicht. Das Buch habe ich mir in erster Linie gekrallt, weil ich schon zwei Stück der Autorin gelesen habe und die beide sehr, sehr schön fand. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, wie dieses Buch sein wird, aber ich bin sehr optimistisch. Und das zweite Buch aus der Telefonzelle ist von Gustave Flaubert, Madame Bovary. Das sieht so aus. Auch hier weiß ich gar nicht, worum es geht, aber ich habe das schon länger auf meiner Wunschliste gehabt, weil es unter anderem zur Leseliste von Rory von Gilmore gehört und ich mir schon tausendmal vorgenommen habe, diese Liste durchzuarbeiten. Und ja, da habe ich das auch mitgenommen. Passt auch gut zu meinem Vorhaben, 2018 ein bisschen mehr Klassiker zu lesen. Genauso wie das nächste Buch, und zwar ist das von Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Das habe ich zum Geburtstag von meiner Chefin geschenkt bekommen. Und ja, es ist ein kleines, süßes Büchlein, das werde ich, denke ich, auch schnell gelesen haben. Und dann ist das runter vom Sub. Als nächstes zeige ich euch einfach mal eine Box, und zwar ist das die John Green Box. Hier sind drei Bücher noch ungelesen, und zwar In Evidence of Catherine's. Das ist jetzt auf meiner Leseliste für Januar. Dann Paper Towns, zu Deutsch Margos Spuren, und The Fault in Our Stars, zu Deutsch Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Looking for Alaska habe ich im Dezember schon gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Dann ein Buch, das ich mal bei Medimops bestellt hatte, weil ich von der Autorin schon ein Buch gelesen habe. Und zwar war das Der große Trip. Das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt noch auf mich warten. Und jetzt wartet noch auf mich Wildblumen im Schnee von Cheryl Strayed. In diesem Buch geht es, wenn mich nicht alles täuscht, genau, um die College-Studentin Claire. Deren Mutter unheilbar an Krebs erkrankt und das logischerweise die ganze Familie auf den Kopf stellt. Und ich finde, es klingt gut, und wie gesagt, ich habe Der große Trip von ihr gelesen, das fand ich sehr gut, vom Schreibstil her auch und natürlich auch von der Geschichte. Wie ihr wisst, Menschen, die allein irgendwo rumlaufen, Geschichten, das ist voll meins. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch und glaube aber, dass es mir gut gefallen wird. Das ist wahrscheinlich eins von den Büchern, wo ich auf jeden Fall Taschentücher bereithalten muss. Dann die nächsten drei Bücher habe ich alle letztes Jahr im London-Urlaub ergattert. Und zwar einmal Divide and Conquer, die Biografie von Ed Sheeran, geschrieben bei David Nolan.
Ich habe schon mal so eine Art Biografie von Ed Sheeran gelesen, das fand ich super interessant und als ich die gesehen habe, konnte ich nicht Nein sagen und habe sie mitgenommen. Ich bin sehr gespannt, wie diese hier sein wird und werde sie, denke ich, dann so zu der Zeit lesen, wenn auch das Ed Sheeran-Konzert näher rückt. So im Juni, Juli dann. Und die nächsten zwei Bücher habe ich aus einem Büchereiabverkauf, Bibliotheksabverkauf eher. Und zwar von Jenny Nelson, I'll Give You the Sun. Und von Laura Amy Schlitz, keine Ahnung, The Hired Girl. Die haben beide irgendwie, ich weiß auch nicht, echt keinen Pfund gekostet. Und dann dachte ich, das waren so die, die mich angesprochen und interessiert haben. Deswegen durften sie mit mir nach Hause kommen. Dann als nächstes. Ein Buch, was auch schon relativ lange auf meinem nicht Wunschzettel. Ein Buch, das schon relativ lange auf meinem Sub rumliegt. Und zwar von Richard Adams unten am Fluss, Watership Down. Das ist ja diese Geschichte um das Hasenrudel, das sich eine neue Heimat suchen muss, weil einer der Mitglieder böse Vorahnungen hat und der Meinung ist, dass wenn sie ihren aktuellen Bau nicht verlassen, sie alle sterben werden, weil großes Unheil droht. Und ich habe vor Jahren den Film mal gesehen und war von dem sehr, sehr fasziniert auf irgendeine Art und Weise. Deswegen habe ich mir das Buch auf dem Flohmarkt, als ich es entdeckt habe, mitgenommen. Bin mal gespannt, wie mir das Buch gefallen wird. Dann als nächstes zwei Bücher von meinem Meister Stephen King. Und zwar einmal Wahn von Stephen King. Hier geht es um einen Maler, der nach einem schrecklichen Unfall Trost auf einer einsamen Insel in der Malerei sucht und die Insel aber einen dämonischen Einfluss auf ihn hat. Und das absolute Meisterwerk Es. Das Buch habe ich vor ein paar Jahren schon mal gelesen. Absolut geliebt und jetzt, wo ich es zum Geburtstag in dieser schönen Neuauflage bekommen habe, dachte ich, ich nutze die Chance, schmeiße es mal wieder auf meinen Sub, damit ich es nochmal lesen werde, weil ich große Lust habe, dieses Buch nochmal zu lesen, weil mich das damals einfach nur umgehauen hat und mich dann restlos davon überzeugt hat, dass Stephen King ein absoluter Meister ist. Das nächste Buch war auch ein Geburtstagsgeschenk, ist also quasi noch ganz, ganz frisch und zwar von Sally Prampton. Das Monster, die Hoffnung und ich, wie ich meine Depression besiegte. Hier geht es um die Autorin selbst, die einfach in diesem Buch erzählt, wie sie mit ihrer Krankheit klargekommen ist, wie sie sie besiegen konnte, wie sie es geschafft hat, dem Monster Depression zu entwischen. Dann haben wir hier nochmal einen Klassiker und zwar von Thomas Mann Buddenbrooks. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Ist auch bei mir gelandet, weil ich gerne mehr Klassiker lesen möchte. In der Zwischenzeit habe ich aber schon gehört, dass es quasi um gar nichts geht, weil es furchtbar langweilig ist und nichts passiert. Ich werde mich einfach mal überraschen lassen. Und noch ein Buch, das ich aus der roten Telefonzelle gefischt habe. Und zwar von Brigitte Heinrich, Nur noch ein Schritt zum Glück, ein Jakobswegroman. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, warum das Buch bei mir gelandet ist. Als nächstes hätten wir von Rebecca Gablé, Der Palast der Meere. Das ist der fünfte Teil der Warringham-Saga. Dieser spielt 1560 und es geht um Eleanor of Warringham, wenn mich nicht alles täuscht. Also es geht um Eleanor und Isaac Warringham. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Die Bücher gefallen mir immer richtig gut, muss ich aber auch absolut Lust drauf haben, weil das immer ziemlich dicke Bücher sind. Dann zwei Bücher, bei denen ich mir sicher bin, dass mich einige steinigen werden, wenn sie sehen, dass ich diese noch nicht gelesen habe. Und zwar zum einen von George R.R. Martin, das Lied von Eis und Feuer, die Herren von Winterfell, der erste Teil der Game of Thrones-Reihe. Was soll ich sagen? Ich habe es halt einfach noch nicht gelesen. Ich habe es jetzt schon relativ lange hier auf dem Sub liegen, aber ich dachte die ganze Zeit, ich muss in Stimmung sein und ja, aber ich werde es jetzt auf jeden Fall bald lesen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen, weil wir auch
langsam aber sicher mal mit der Serie anfangen wollen und ich die aber erst gucken will, wenn ich die Bücher gelesen habe. Deswegen muss ich mich da bald mal ranhalten, damit wir anfangen können, die Serie zu gucken und uns selber ein Bild machen können, ob dieser krasse Hype für uns berechtigt ist. Dann ein krasses Gegenteil zu dem eben gezeigten von Anna McPartlin, die letzten Tage von Rabbit Hayes. Hier geht es ja um Rabbit Hayes selbst, die weiß, dass sie sterben wird und wir begleiten sie in ihren letzten Tagen. Bin mal sehr gespannt. Ich habe mich bisher noch nicht rangetraut, weil ich denke, dass es ein Buch ist, wo ich Rotz und Wasser heulen werden muss. Und ja, aber wird jetzt auch bald dran glauben, auf jeden Fall. Und die letzten zwei Bücher, die momentan auf meinem Sub darauf warten, Zeit mit mir verbringen zu dürfen, ist zum einen von Maggie Stiefvater, wie ihn der Rabe ruft. Das ist der erste Teil der Raven Boys Reihe. Ich habe mir für 2018 vorgenommen, die Reihe zu lesen und ich habe den Teil hier vor Jahren schon mal gelesen, erinnere mich aber nicht mehr wirklich, was passiert. Und da ich, wie gerade gesagt, die Reihe gerne dieses Jahr für mich entdecken möchte, muss ich es nochmal lesen und habe es jetzt einfach nochmal auf meinen Sub geworfen. Und last but not least, das Buch, das ich auch gerade lese, das also als nächstes verschwinden wird. Deswegen dachte ich, macht es ja vielleicht Sinn, dass ich euch das als letztes zeige. Und zwar geht es um die Auserwählten in der Todeszone, der dritte Teil der Maze Runner Trilogie. So sieht das gute Stück aus. Und das ist das Buch, das gerade mit mir unterwegs ist und in dem ich gerade quasi unterwegs bin. Und ja, das quasi auch als erstes dieses Jahr, oder nicht als erstes dieses Jahr, aber das von den eben gezeigten als erstes von der Liste wieder runterfliegt. Das waren sie, meine 23 Subbücher, also alles noch vollkommen im Rahmen, aber ich fühle mich einfach immer ganz wohl, wenn ich nicht zu viele Bücher habe, weil mir das dann leider auch oft passiert, wenn es zu viele sind und wenn es den Rahmen sprengt, dann muss ich Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, irgendwann wieder aussortieren, weil ich merke, dass ich nicht mehr so eine Lust drauf habe und das finde ich dann eigentlich immer zu schade. Deswegen versuche ich, alles so klein wie möglich zu halten, damit das nicht passiert. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Verratet mir in den Kommentaren doch gerne mal, wie viele Bücher bei euch gerade ungelesen rumstehen und auf ihre Chance warten. Und natürlich wie immer gerne, ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen, als dass ich euch eine schöne Zeit wünsche und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr Lust habt. Bye bye!